wirst mich nicht fangen. Ich bin doch viel zu schnell für dich. Oh Mann. Hey, Pock, jetzt hast du mich aber reingelegt. Mit dir Fang zu spielen ist echt einfach toll. Das macht ganz großen Spaß. Hast du das auch gehört, Pock? Was war denn das gerade? Hey, ich glaube, das ist von da drüben gekommen. Na los, das sehen wir uns mal an. Ach, guck mal, das ist ein Vogelbaby. Hey, weißt du was? Ich glaube, es ist verletzt. Oh, ich möchte wissen, wo seine Eltern sind. Los, komm mit, Pock. Wir werden es zu Oma und Opa bringen. Die wissen bestimmt, was man da machen muss. Opa, Oma, seht mal, was ich hier hab. Oh. Ach, das arme kleine Vogelbaby. Oh. Es ist bestimmt aus einem Nest gefallen. Ja, und sieh mal, es zittert ja. Es friert sich ja. Wir sollten es aufwärmen. Hm. Tja, weißt du, ich glaube, es wäre das Beste, wenn wir es in eine kleine Pappschachtel setzen würden. Also eine Pappschachtel. Ich weiß schon, wo wir eine finden. Theo, willst du mitkommen? Und was ist mit dem Vogelbaby? Nur keine Sorge, solange ihr weg seid, passe ich auf das Vogelkind auf. Ach, so mal sehen. Wo habe ich denn die Schachteln hingetan? Ach ja, hier. Na, was hältst du davon, Theo? Oh ja, die ist perfekt, Opa. Oma, hier sieh mal, Oma. Wir haben eine gefunden. Ach. Oh ja, die ist perfekt, Theo. Hab ich auch gesagt. Hier, als ihr zwei weg wart, habe ich Watte gefunden. Und daraus machen wir ihm jetzt ein ganz gemütliches Nest. Gut, ich glaube, jetzt hat es unser Vogelkind richtig schön warm. Nein, Pock, das ist doch nicht für dich. Das ist für das Vogelbaby. Na komm, nun hast du ein neues Zuhause. Sei vorsichtig, Theo. Ja, ja, keine Angst, Oma. Ich bin ganz vorsichtig. So. Jetzt hast du es richtig schön warm und gemütlich. Nein, Pock. Wir werden nachher Fang spielen. Jetzt werde ich mich um das Vogelbaby kümmern. Hm, weißt du was? Also ich glaube, dass das Vogelbaby Hunger hat. Gut, und was essen Vogelbabys? Ich habe mal gelesen, dass man ein Vogelbaby zur Not auch mit Katzenkeksen füttern kann. Es gibt Katzenkekse? Ja, sicher, natürlich. Und im Laden von Mr. Zoe werden wir sie auch bekommen. So, hier, bitteschön. Toll, vielen Dank, Mr. Zoe. Ich wusste ja gar nicht, dass du eine Katze hast. Die sind nicht für eine Katze, sondern für ein Vogelbaby. Ja, mit Katzenkeksen kann man ein Vogelbaby sehr schön aufpäppeln. Ach ja, wirklich? Tja, jeden Tag lernt man etwas Neues dazu. Wiedersehen, Mr. Zoe. Bis bald. Hast du die Kekse auch in warmes Wasser getaucht, damit sie aufweichen? Ja, ich habe mich genau daran gehalten, was du gesagt hast, Opa. So, hier, bitteschön. Das ist für dich. Nein, Pock. Du weißt doch, dass das nicht für dich ist. Und nun nimm. Da sind wir wieder. Mama, Papa, seht mal. Ich habe ein Vogelbaby gefunden. Ich habe es mit Oma und Opa zusammen gefüttert. Und wir haben ihm auch ein schönes Nest gebaut. Oh, das ist ja wirklich süß. Und es macht einen glücklichen Eindruck auf mich. Darf es bei mir im Zimmer schlafen? Bitte, bitte! Also, ich weiß nicht so recht. Bitte, ich möchte es so gern. Na, ist gut. Einverstanden, Theo. Das Vogelbaby darf heute Nacht in deinem Zimmer bleiben. Ja, ist ja toll! So, das ist hier der perfekte Platz für dich. Schlaf schön, Vogelbaby. Schlaf schön, Pock. Pock? Hä? Er ist wohl schon eingeschlafen.
Na siehst du, deinem Vogelbaby geht es ja heute schon viel besser. Ja, meinst du wirklich, Oma? Ich habe aber auch getan, was ich konnte. Ich habe eine Überraschung für dich, Theo. Wow, du hast ein Vogelhaus gebaut, Opa. Es ist super geworden. Wenn dein kleiner Gast vielleicht geplant haben sollte, etwas länger hier zu bleiben, dann hat er jetzt sein eigenes Haus. Also, was meinst du, Theo? Ist das denn ein guter Platz? Ja, der Platz ist ganz perfekt, Opa. Es darf ja auch nicht zu hoch hängen. So, fertig. Ein ganz neues Haus für dein Vogelkind. Was hast du denn, Puck? Bist du krank? Na, komm mit. Ich werde mich gleich um dich kümmern. Warte hier, Puck. Ich werde dir jetzt was Leckeres zu essen holen. Und dann baue ich dir ein gemütliches Nest. Puck, hast du Durst? Willst du vielleicht was trinken? Hey, du bist ja gar nicht krank. Hast du nur so getan, als wenn du krank wärst, damit ich mich mit dir beschäftige? Also weißt du, Puck. Du, Opa, ich hab da mal eine Frage. Was ist denn mit Puck los? Er hat so getan, als wenn er krank wäre, damit ich mich um ihn kümmere. Naja, also ich hab das Gefühl, dass Puck irgendwie ein bisschen eifersüchtig ist. Aber wieso ist er eifersüchtig? Er hat doch keinen Grund. Tja, weißt du, Theo, seit das Vogelbaby bei uns ist, hast du doch überhaupt keine Zeit mehr mit Puck verbracht. Und jetzt hat er wohl Angst, dass du nicht mehr sein Freund bist. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das Vogelbaby versucht zu fliegen. Hey, aber es klappt nicht. Es ist ganz normal, dass der Versuch misslingt. Seine Eltern sind ja nicht da, die es ihm beibringen würden. Ich kann's ihm doch beibringen. Sieh mal, so musst du das machen, wenn du fliegen willst. Du musst mit deinen Flügeln ein bisschen flattern. Das Dumme ist, dass ich ein Zebra bin und Zebras können nicht fliegen. Opa, wie könnte ich ihm denn bloß helfen? Vielleicht braucht es einfach nur jemanden, der etwas Geduld hat, ihm das Fliegen beizubringen. Ja, ja, du hast recht, Opa. Dann werde ich es dir einfach nochmal erklären. Also los, breite deine Flügel aus und flatter ganz doll. Mach schon, jetzt flieg! Ja, hey, sieh doch mal, Opa, nun fliegt es! Danke, Puck. Sieh mal, Opa, Puck bringt dem Kleinen gerade das Fliegen bei. Das war ja super, Puck. Das war für das Vogelbaby die Rettung. Ohne dich hätte es doch nie gewusst, wie man fliegt. Es tut mir leid, Puck. Ich habe dich wirklich vernachlässigt, seit das Vogelbaby bei uns ist. Glaub mir, ich wollte dich nicht eifersüchtig machen. Verzeihst du mir das? Du bist wirklich der beste Freund auf der Welt. Und dein anderer kleiner Freund hat wohl gerade seine Eltern wiedergefunden. Aber irgendwie werde ich das Vogelbaby vermissen. Ja, nun mach dir mal keine Sorgen. Es wird dich bestimmt irgendwann besuchen. Auf Wiedersehen, bis bald! Ach so, ich glaube, das Vogelhaus werden wir nicht mehr brauchen. Dann werde ich es mal runternehmen. Nein, nein, warte noch, Opa. Vielleicht könnte es ja Pocke brauchen. Dann hat er ab heute zwei Häuser. Eins drin und eins im Garten. Oh ja, das ist eine gute Idee, Theo. Ich werde schwarz-weiße Streifen draufmalen. Dann denkt er immer an seinen besten Freund. Okay, Theo. Also vielleicht ein Erdferkel
Oder eine Antilope. Ganz falsch, Opa. Ich habe doch gesagt, dass das ein Tier sein muss, das sein Haus auf dem Rücken trägt. Ach so. Davon gibt's aber nicht sehr viele. Hey, gerade ist mir eins eingefallen. Mal sehen, ob du errätst, welches ich meine. So, also, da muss ich jetzt mal überlegen. Es hat vier Füße und... Ach, eine Schildkröte. Da hast du richtig geraten, Opa. Hallo, Theo. Oh, was ist das denn? Das ist meine Eimer-Schildkröte. Ich habe Opa das Tier gezeigt, das ich für mein Schulprojekt ausgesucht habe. Ich habe mir auch eine Schildkröte ausgesucht. Ich werde eine Schildkröte malen. Ach so, wenn du das schon machst, dann ist es ja langweilig. Wieso denn? Du kannst doch auch eine Schildkröte nehmen. Das mache ich nicht, Elsie. Ich werde mir was anderes einfallen lassen. Okay, ich habe noch sehr viel zu tun. Also dann bis später. Ja, bis später, Elsie. Was soll ich denn nun machen? Ich werde jetzt mal reingehen, um nachzudenken. Aber Theo, ich bin davon überzeugt, dass du ein Tier für dein Projekt finden wirst. Wie wär's mit einer Wasserschildkröte? Nein, das macht Zack schon, weil er eine zu Hause hat. Ach, ich verstehe. Worin unterscheiden sich eine Wasserschildkröte und eine Schildkröte? Eine Wasserschildkröte kann an Land oder im Wasser leben. Aber eine Schildkröte lebt nur an Land, weißt du? Also ich bin mir ganz sicher, dass uns da etwas anderes einfällt. Eine Ameise. Ach nein, die lebt ja nur in einem Ameisenhügel. Wie dumm von mir. Hey, eine Biene. Nein, auch nicht. Die leben in einem Bienenstock. Ich habe eine Idee, Theo. Wie wär's mit einer Schnecke? Das ist doch die Lösung. Eine Schnecke. Na klar, die haben doch ihr Haus auf dem Rücken. Komm, wir suchen mal eine im Garten. Gar keine. Die müssen ja sehr scheu sein. Ich weiß ganz genau, wo sie sich aufhalten. Na, komm mit, Theo. Sie sind doch sonst immer hier. Das macht nichts. Ich weiß, wo sie sind. Und wo sind sie nun, Opa? Das werde ich dir zeigen. Ah, hier sind sie. Da, wo sie gar nicht sein sollten. Da ist eine. Mann, ist die groß. Das wundert mich kein bisschen. Sie isst ja auch all meine Blumen zum Frühstück. Ihr Haus sieht sehr hübsch aus. Ich werde schreiben, eine Schnecke gehört zu den ganz besonderen Tieren. Denn die Schnecke trägt ihr Haus auf dem Rücken. Das wird das allerbeste Projekt auf der ganzen Welt. Hallo, Theo. Hallo, Opa. Guten Tag, Xenia. Hallo. Wir waren hier gerade in der Nähe. Ja, ich habe mir ein Schneckenbastelset gekauft. Ich will mir nämlich ein Schneckenmosaik für unser Schulprojekt machen. Du machst echt eine Schnecke? Ja, das war eine kluge Entscheidung von Xenia. Sie ist ganz allein auf die Schnecke gekommen. Ja, aber ich wollte schon eine Schnecke machen. Na und, das kannst du doch auch. Nein, das mache ich nicht, Xenia. Ich lasse mir was anderes einfallen. Na gut, wir müssen jetzt los. Xenia muss ja noch ihr Mosaik fertig kriegen. Viel Glück mit deinem Projekt, Theo. Wir sehen uns dann später. Bis dann. Ach, Opa, jetzt fällt mir nur noch die Meeresschildkröte ein. Aber die lebt doch im Meer. Na, dann gehen wir doch mal zum Strand. Da werden wir eine suchen, Theo. Und wenn wir da keine finden, dann sammeln wir einfach Muscheln und bringen sie deiner Mama mit. Ja, das machen wir. Da wird sich Mama bestimmt freuen. Hier gibt's ja gar keine Schildkröten. Vielleicht finden wir später eine, Theo. Komm, wir suchen mal zwischen den Steinen. Vielleicht hat sich da eine versteckt. Hier gibt es schon ein paar Tiere, aber keine Schildkröte. Oh ja, ich sehe schon. Da ist ein Seepferdchen, ein Seestern und ein kleiner Krebs. Die sind ja auch alle ganz toll, aber es wäre mir lieber, wenn eins von ihnen ein Haus auf dem Rücken hätte. Das wäre sehr gut für mein Projekt. Naja, was soll's. Ich nehme die Schildkröte. Die werde ich dann wohl aus einem Buch abmalen müssen. Opa,
Wollen wir jetzt noch ein paar Muscheln sammeln? Eine gute Idee, Theo. Du suchst welche für deine Mama und ich sammle ein paar für den Garten. Ist gut. Da drüben sind große Muscheln. Du Opa, sieh mal, ich bin ein Krebs. Ja, ich auch. Ja, das denke ich auch. Wollen wir noch ein bisschen planschen, bevor wir gehen? Oh ja, tolle Idee. Die Muscheln holen wir nachher. Oh, ist das kalt. Pock will wohl lieber nicht kalte Füße bekommen. Jetzt werden wir mal die Muscheln holen. Ich muss ja noch mein Projekt fertig machen. Da hast du recht, Theo. Oh, sieh mal! Wo ist denn die rot-blaue Muschel? Vielleicht hat sie jemand mitgenommen. Aber wir beide sind hier doch ganz allein. Da ist sie ja. Vielleicht hat eine Möwe sie dahin gelegt. Oh ja, das ist natürlich möglich, Theo. Sie liegt ja schon wieder woanders. Warst du das etwa, Pop? Und jetzt hat sich eine andere bewegt. Hey, komm sofort zurück, Muschel. Ich tu dir nichts. Hier, sieh doch mal, Opa. Die Muschel hat ja Beine. Na, also jetzt ist mir ja alles klar. Der Kleine da ist ein Einsiedlerkrebs. Die ziehen in eine neue Muschel, wenn die alte zu klein geworden ist. Dann sucht er sich ein neues Haus. Das heißt ja, dass er sein Haus auf dem Rücken trägt. Also dann habe ich doch was für mein Projekt. Ich kann über den Einsiedlerkrebs schreiben. Ja, sicher, das kannst du, Theo. Na toll, Krebse sind super. Zurückgezogen. Tja, in ein neues Haus zu ziehen, ist auch eine wichtige Entscheidung, Theo. Ja, er nimmt nur eins, das ihm gefällt. Und das scheint ihm zu gefallen. Jetzt probiert er aus, ob er auch reinpasst. Das ist perfekt. In meiner Klasse wird sicher niemand was über den Einsiedlerkrebs schreiben. Das ist doch sehr viel interessanter, als über eine Schnecke zu schreiben. Oder über eine Schildkröte. Oder über etwas anderes. Das Thema ist super. Bis dann, kleiner Krebs. Du warst mir eine große Hilfe für mein Projekt. Jetzt werden wir mal die Muschel nach Hause bringen, Theo. Ja, aber vorher muss ich noch was machen. Wenn der Einsiedlerkrebs wieder wächst, dann kann er einfach in die hier ziehen. Das ist eine sehr gute Idee. Und jetzt komm, wir gehen mal wieder zurück. Wir haben ja auch ein sehr schönes Haus. Hallo, ihr zwei. Oh, vielen Dank für die Muscheln. Die sind ja wundervoll. Die werde ich ins Badezimmer legen. Und ich werde ein paar von den Kleinen zu den Pflanzen legen. Was meinst du, Theo? Also, der Einsiedlerkrebs trägt sein Haus auf dem Rücken. Theo? Oh, entschuldige, Opa. Ich war gerade bei meinem Projekt. Weißt du was, Opa? Wir haben Glück, dass wir unser Haus nicht auf dem Rücken tragen müssen. Oh, ja, darüber bin ich sehr froh, mein armer Rücken.
So, Kinder, wisst ihr was? Heute werden wir alle angeln gehen. Und ihr werdet begeistert sein, denn ihr habt einen Experten an eurer Seite. Ja! Hey, Onkel Zafir, du bist wirklich ein Experte? Oh ja, das bin ich, wirklich. Siehst du diese Angel hier? Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele große Fische ich schon damit gefangen habe. Wow! Ich habe Zelda heute versprochen, einen ganz großen Fisch mit nach Hause zu bringen. Und ihr wisst ja, ich halte immer mein Wort. Ich möchte auch einen großen Fisch fangen. Ich weiß aber nicht, ob das klappen wird, Seo. Ich glaube nicht, dass ein Netz dafür geeignet ist. Es macht ja so einen prähistorischen Eindruck. Ja? Was sagst du denn dazu, Opa? Also, ich bin davon überzeugt, dass es klappen wird. Auch in prähistorischen Zeiten sind Fische gefangen worden, oder? Ja, sicher, da hast du völlig recht. Aber nicht so einen, wie ich angeln werde. Das wird nämlich ein super Fang. Wir werden ja heute sehen, wer den größten Fisch fangen wird. Erst dann wissen wir wirklich, wer der Beste von uns ist. Ja! Wie wär's denn mit einem Wettangeln? Na ja. Das ist eine gute Idee. Und ich denke, wir wissen bereits, wer der Gewinner sein wird. Okay, einverstanden. Sehr gut. Ach, es gibt doch wirklich nichts Schöneres, als bei dieser herrlichen, frischen Meeresluft einen riesengroßen Fisch zu fangen. Regel Nummer 1. Es ist sehr wichtig, ganz leise zu sein. Also, ihr müsst wirklich still sein, denn ein Fisch hört jedes Geräusch, das ihr macht, und das könnte ihn vertreiben. Ich kann diese Schwimmweste einfach nicht ausstehen. Ich möchte viel lieber einen in Pink haben. Die gibt es aber nicht in Pink, mein kleiner Schatz. Und das ist auch nicht so wichtig. Wir sind ja hier nicht auf dem Laufsteg. Du Opa, mein Netz ist viel zu kurz. Können wir woanders hingehen? Ja, ist gut, Seo. Das machen wir. Aber sollten wir uns nicht vorher noch ein paar Ratschläge von Onkel Zafir anhören? Ich weiß nicht, Opa. Ich sollte jetzt mal anfangen. Ich will doch gewinnen. Aber warum gibt es denn die Schwimmweste nicht in Pink, Papi? Na, mein Liebling, wie war die Regel Nummer 1? Man muss ganz still sein. Also, jetzt können wir nur eins tun, und zwar warten. Und wie lange müssen wir warten? Wann beißen denn die Fische endlich an? Gibt's hier überhaupt Fische? Vielleicht haben die Fische ja gemerkt, dass wir hier sind und verstecken sich jetzt vor uns. Ich kann euch erklären, warum im Moment keine Fische da sind. Weil ihr so furchtbar laut seid. Na komm, Opa, wir suchen uns jetzt mal einen anderen. Psst. Ups, entschuldige, Onkel Zafir. Regel Nummer 1, ganz leise sein. Na komm, Theo, wir suchen uns einen geeigneten Platz, wo du dein Netz benutzen kannst. Gut, kommst du mit? Wenn du wirklich große Fische sehen willst, dann solltest du lieber bei mir bleiben. Den hier habe ich übrigens letztes Jahr gefangen. Wow! Ich glaube, ich werde wohl dieselbe Angel benutzen, mit der ich dieses Monster gefangen habe. Denn die ist für die ganz großen Fänge gemacht. Theo, ich will jetzt gar nicht woanders hin. Na komm, Opa. Los, Papi, los, Papi, los, los, los! Recht vielen Dank für deine Unterstützung, mein Liebling, aber... Psch. Ja, entschuldige. Ich bin schon still. Also, ich glaube, hier gibt es auch keine Fische, Opa. Es gibt beim Angeln noch eine sehr wichtige Regel, Theo. Geduld. Du musst wirklich eine Menge Geduld aufbringen, um auf einen Fisch zu warten. Denkst du denn, dass ich es schaffe, Onkel Zafir zu besiegen und den größten Fisch zu fangen? Ja, natürlich, das könntest du schaffen. Aber du musst einfach Geduld haben. Und mit ein bisschen Glück wirst du auch den Wettbewerb gewinnen. Hier, sieh mal, Opa, da! Na, was habe ich dir gesagt, Theo? Wenn man etwas Geduld hat, kommt man auch weiter. Hey, sieh mal, Pock hat ein paar Fische gefunden. Ich möchte mal wissen, ob es da drüben größere gibt. Wir kommen, Pock! Wow, da sind ja einige Fische. Onkel Zafir braucht vielleicht auch so einen kleinen Vogel, der ihm hilft. Einen habe ich schon gefangen. Der ist ziemlich groß, oder? Sehr gut gemacht, Theo. Versuch's gleich nochmal. Vielleicht ist der nächste ja noch viel größer. Ob Onkel Zafir auch schon was gefangen hat? Onkel Zafir! Hm.
Ich danke dir, Zack. Würdest du mir bitte ein paar Würmer geben, mein Schatz? Nein, auf gar keinen Fall. Die sind ja so eklig. Ich mach das. Ich find Würmer super. Hey, Zack, Sinja, würdet ihr mir einen Eimer bringen? Ich brauche einen Eimer für meinen Fisch. Papi, Papi, Theo hat einen Fisch gefangen. Wartet bitte eine Minute, ich... Los, schnell, bringen wir ihm den Eimer. Ach, wie schön. Das wurde auch Zeit, es war hier viel zu laut. Und nun werde ich bestimmt auch Glück haben. Nicht schlecht, oder? Oh ja, das ist toll. Du bist echt clever, Theo. Wie hast du den denn gefangen? Puck hat einen sehr guten Platz gefunden und ich habe mein Netz genommen. Einfach so. Mein Fisch ist vielleicht nicht groß genug, um gegen Onkel Zaffir zu gewinnen, aber... Aber vielleicht doch. Er hat ja noch gar nichts gefangen. Er wird einen fangen. Mein Papi ist nämlich ein sehr guter Angler. Tja, aber bis jetzt liege ich vorn. Na los, wir sehen mal nach, ob wir hier noch einen größeren Fisch bekommen. Ja! Ja! Hey, seht mal, das ist bis jetzt der größte. Oh ja, du kannst ja total gut angeln. Er angelt nicht gut, er kann super gut angeln. Ich finde, dass wir die Fische jetzt wieder ins Wasser werfen sollten. Was? Wieso denn? Naja, weil sie doch dort leben da im Meer. Und Theo hat schon gewonnen. Aber was hat es denn für einen Sinn zu angeln, wenn wir die Fische danach wieder ins Wasser werfen? Weil sie vielleicht wieder nach Hause möchten. Was denkst du, Theo? Ich glaube, du hast recht. Werfen wir sie wieder ins Wasser. Naja, also ich verstehe das immer noch nicht. Wir haben geangelt und wir hatten viel Spaß. Und ich habe gewonnen, also... Also beim Angeln geht es doch einfach nur darum, Fische zu fangen. Aber sie danach in kleine Eimer zu stecken, ist doch völlig unnötig. Ach so. Ja, das stimmt. Es hat wirklich Spaß gemacht. Okay, na dann. Sollen die Fische jetzt wieder nach Hause schwimmen? Warte, der Kleine soll zuerst wieder zurück. Den Großen will ich erst Onkel Zaffir zeigen, damit er sieht, dass ich wirklich gewonnen habe. Opa, machst du ein Foto von dem Fisch? Ja, das mache ich gern. Das wird ein sehr schönes Foto. So. Und bitte lächeln. Okay. Oh. Es hat einer angebissen. Ich wusste, dass ich einen fangen werde. Also, nun seht ihr selbst, wer hier der beste Angler ist. Toll, Papi, toll, Papi, toll, toll, toll. Oh, ich dachte, ich habe gewonnen. Das muss ein riesiger Fisch sein. Das ist der Fang des Jahres. So, und nun ganz vorsichtig. Okay, und jetzt hoch damit. Oh. Das ist ja gar kein Fisch. Tüte zählen nicht. Den habe ich mit Absicht geholt. Ich will nicht, dass solche Sachen im Meer rumschwimmen. Das ist doch keine Mülldeponie. Eigentlich ist mein Papi ein sehr guter Angler. Aber du hast hier eindeutig gewonnen, Theo. Onkel Zaffir, ich habe einen Fisch gefangen. Einen großen. Hier, sieh mal. Oh ja, der ist groß. Das hast du sehr gut gemacht, Theo. Ich gratuliere dir ganz herzlich. Unser kleiner Theo ist der Gewinner. Aber du hast mir geholfen. Du bist auch ein Gewinner. Wollen wir deinen Fisch jetzt wieder ins Wasser werfen? Ja, das machen wir. Hier bitte, Zinja. Einen guten Heimweg. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Auf Wiedersehen. Alles Liebe. Ich finde Angeln einfach toll. Wenn ich groß bin, möchte ich Fischer werden. Theo hat den größten Fisch. Theo hat den größten Fisch. Oh ja, das ist wirklich wahr, Theo. Obwohl das ja natürlich nur Anfängerglück gewesen ist. Ja, und ich bin mir sicher, dass du immer besser wirst. Für den ersten Fang war das nicht schlecht. Dankeschön, Onkel Zaffir. Wenn wir zu Hause sind, erzähle ich gleich meiner Mami, was für ein toller Angler du bist. Zelda, das habe ich fast vergessen. Was hast du vergessen? Also, ich muss auf dem Nachhauseweg unbedingt noch am Fischladen anhalten. Hä? Na, ich habe doch Zelda versprochen, einen großen Fisch mitzubringen. Und ihr wisst ja, was auch geschieht, ich halte immer mein Wort. Ab zum Fischladen. Besuch der Außerirdischen. Wow. Oh. Hey.
Ach, wie schade, das ist der letzte Film in der Box gewesen. Meinst du, dass wirklich mal Außerirdische auf die Erde kommen? Tja, Theo, das weiß ich auch nicht. Der Weltraum ist ja wirklich sehr groß. Vielleicht fliegen sie da draußen irgendwo rum. Ob die wohl nett sind? Oh ja, da bin ich mir sicher. Und sie würden uns bestimmt alle kennenlernen wollen. Cool, okay. Und solange sie noch nicht da sind, gehen wir spielen, Nancy. Ja, das ist in Ordnung. Ich wünsche euch viel Spaß. Hopp, gut gefangen. Hopp, und gleich nochmal. Wow, hast du das gesehen? Ja. Oh Mann. Die Außerirdischen kommen auf die Erde. Ich werde mal Opa holen. Opa, Opa, komm schnell. Die Außerirdischen sind da. Dort draußen fliegt ein Raumschiff rum. Bist du dir ganz sicher, Theo? Kann das nicht auch ein Flugzeug gewesen sein? Nein, das war ganz bestimmt kein Flugzeug. Komm schnell mit, Opa. Es war da drüben. Was habt ihr denn vor? Mami! Hä? Wir haben ein Raumschiff gesehen, da saßen Außerirdische drin. Also ich sehe kein Raumschiff, Theo. Dann müssen wir es suchen. Und zwar jetzt. Ich will mich mit ihnen anfreunden. Vielleicht dürfen wir ja mal mit ihnen mitfliegen. Darf ich auch Außerirdische suchen? Ja, ja, aber nur wenn Theos Opa dabei ist. Okay, ist gut. Dann viel Vergnügen. Wir bringen den Außerirdischen was zu essen. Oh ja! Also ich hoffe, dass die Außerirdischen Hunger haben. Aber hundertprozentig. Sie kommen doch von weit her. Die werden sicher großen Hunger haben. Oh. Was hast du denn, Theo? Wie muss man denn Außerirdische anreden? Soll ich sagen, hallo, Mrs. Außerirdische? Oder hallo, Mr. Außerirdische? Tja, weißt du was? Du musst einfach nur höflich sein und zu ihnen sagen, hallo. Also ich bin Theo, seid willkommen auf der Erde. Und dann verbeugst du dich etwa so, siehst du? Okay? Ganz wunderbar. Sehr gut gemacht. Ich glaube, dass sich die Außerirdischen freuen, so begrüßt zu werden. Toll. Na, komm mit, Elsie. Wir müssen jetzt gleich mal Opa holen. Opa, jetzt haben wir Butterbrote. Ah, sehr gut, Theo. Und ich habe hier die Suchausrüstung für dich. Was habe ich denn dabei? Ein Fotoapparat und eine Videokamera und ein Fernglas. Eine Lupe ist auch dabei und Notizblock und Bleistift. Vielen Dank, Opa. Komm mit, Elsie. Wir suchen die Außerirdischen. Oh ja! Vielleicht haben die Außerirdischen ja Angst vor uns. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir Freunde sind. Wir wissen doch gar nicht, wo sie sind. Ja, darum müssen wir auch nach Spuren suchen. So wie in den Filmen. Hey, manchmal hinterlassen ihre Raumschiffe Brandspuren. Aber hier sind keine. Ich kann keine Spuren sehen. Jetzt brauchen wir einen Plan. Du musst versuchen, sie zu filmen, Elsie. Und du, Opa, du nimmst jetzt das Fernglas und guckst, ob du sie siehst. Eine gute Idee, Theo. Ich werde fotografieren und Notizen machen. Kommt mit, wir gehen hier lang. Seid bitte leise. Wir wollen sie doch nicht erschrecken. Oh, was war das denn? Ach so. Hey, da drüben, Theo. Da haben sich gerade ein paar Büsche bewegt. Wow, vielleicht sind sie da. Stellt euch das vor. Ein Zebra trifft Außerirdische. Das ist noch nie passiert. Oh. Vielleicht schweben sie ja über den Boden und hinterlassen deshalb keine Fußabdrücke. Das wäre ja ziemlich cool. Vielleicht sind sie auf den Baum geklettert. Sie könnten überall sein, Kinder. Sehen wir in den Blumenbeeten nach. Sie mögen Blumen. Das habe ich in einem Film gesehen.
Vielleicht haben die Außerirdischen die Farbe gewechselt. Das war auch in dem Film, und zwar in Marsianer Teil 4. Oh ja, das habe ich auch gesehen. Sie hatten dieselbe Farbe wie die Blumen. Ja, das weiß ich auch noch. Und sie haben den Duft der Blumen sehr genossen. Und demnach würde es ihnen hier gut gefallen. Ich habe jetzt irgendwie Hunger bekommen. Oh ja, ich habe jetzt auch Hunger, Theo. Dann machen wir doch ein Picknick. Vielleicht riechen die Außerirdischen das Essen und wollen was abhaben. Ja! Ja. Ob sie schüchtern sind? Vielleicht hören wir sie. Oh nein, ich habe die Videokamera am Baum vergessen. Schnell! Die Kamera ist hier an. Vielleicht sind die Außerirdischen drauf. Oh, oh, oh. Habt ihr das gehört? Das ist ein Raumschiff. Raumschiff gehört, aber nicht gesehen. Wo können sie denn nur sein? Vielleicht auf den Schaukeln. Oder sie fahren Karussell. Na, kommt mit. Gehen wir auf den Spielplatz. Sieh dir das an! Dieses silberne Ding hier. Es bewegt sich. Das ist ein Außerirdischer. Ein bisschen klein für einen Außerirdischen. Puck hat ein Stück von ihren Raumanzügen gefunden. Mhm. Stück eines außerirdischen Raumanzugs fotografiert. Was war das? Verstecken wir uns. Mhm. Oh. Hallo, Theo. Hallo, Elsie. Hallo, Zack. Ich dachte, du bist ein Außerirdischer. Wir haben gerade ein silbernes Raumschiff gesehen. Wo denn? Wo habt ihr das gesehen? Weißt du, es war genau da drüben. Da hat Puck auch ein Stück von dem außerirdischen Raumanzug gefunden. Das ist ja cool. Hallo alle zusammen. Hallo, Onkel Zaphir. Suchst du etwa auch nach den Außerirdischen? Zack und Mr. Zui haben ein Raumschiff gesehen. Da muss ich dich enttäuschen. Das ist kein Raumschiff, Theo. Es sieht aus wie ein Raumschiff, aber das ist ein Heißluftballon. Er war angebunden und hat sich losgerissen. Ich muss ihn zurückholen. Ich habe die ganze Gegend abgesucht. Aber wir haben einen Wusch gehört. Wie von einem Raumschiff. Seit wann machen Ballons Wusch? Es wäre möglich, dass der Ballon ein Loch hat. Und dann tritt natürlich Luft aus. Daher kommt dann auch das Geräusch. Aber was ist denn das hier? Das ist das Material, aus dem der Ballon gemacht ist. Also keine Außerirdischen? Und dann noch keine Invasion? Leider nicht. Also heute jedenfalls nicht. Hey, seht mal, da ist er. Er ist da drüben. Mein Ballon! Mein Ballon! Nanu? Haltet meinen Ballon! Hilfe! Hab keine Angst, wir halten dich alle fest. Ich danke euch, ihr habt mich gerettet. Dafür habt ihr euch eine Belohnung verdient. Ich möchte euch einladen, und zwar zu einer Ballonshow. Das ist ja super. Kommt alle zu mir, liebe Freunde. Ich habe hier eine ganz große Überraschung. Ich möchte euch meine außerirdischen Freunde vorstellen. Hallo, ich bin Theo. Willkommen auf der Erde. Oh, ich wusste ja gar nicht, dass ihr tanzen könnt. Hallo, mein lieber Theo von der Erde. Ich bin... Tante Zelda! Wow! Zinja! Wir sind aus dem Weltraum-Zebra-Club. Möchtest du Mitglied werden? Ja, klar, natürlich! Ich auch! Und ich auch! Und nun seid ihr alle Weltraum-Zebras. Gratuliere! Ja! Ich hoffe, dass mal echte Außerirdische herkommen. Und wenn sie da sind, bin ich auf alles vorbereitet. Also, das Essen war einfach wundervoll. Ich danke dir sehr. Es war toll.
voll. Vielen Dank, Opa. Nicht zu danken. Und der Kellner war doch super. Hätte der Herr vielleicht lieber Spinat oder Brokkoli? Oh ja. Wenn ich groß bin, möchte ich auch ein Kellner werden. Ich kann Ihnen sehr die Tomatensuppe empfehlen, Madam. Ist das nicht Onkel Zaphirs Auto? Oh ja, ich glaube schon. Dem Schnee nach zu urteilen, ist er länger nicht mehr gefahren. Hier ist es so schön warm. Ist gut. Dann sehen wir uns also später. Wir freuen uns sehr darauf. Worauf freut ihr euch? Ah, der kleine Zeo. Weißt du, wir wollen ein bisschen Werbung für unseren Laden machen und haben ein paar wichtige Leute zu einer Party eingeladen. So wie mich. Ich wurde auch eingeladen. Ich bin nämlich auch sehr wichtig. Ja, es soll eine ganz besondere Party werden. Ja, und es wird etwas zu essen und zu trinken geben. Braucht ihr einen Kellner? Ich würde gerne kellnern. Darf ich der gnädigen Frau noch ein Sandwich anbieten? Eine tolle Idee. Ich möchte auch gern kellnern. Darf ich das? Darf ich das? Tja, das ist aber wirklich ein sehr anstrengender Job. Aber es würde mir Spaß machen. Ach, bitte lass mich doch. Bitte, bitte, bitte. Na gut, wenn du gerne möchtest, meine Prinzessin. Hallo, ich bin Kellnerin. Hallo, ich bin Kellnerin. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee, Sir? Ich gehe schon. Hallo, Elsie. Tag, Zeo. Wollen wir draußen spielen? Nein, zum Spielen habe ich keine Zeit. Ich muss arbeiten. Hä? Und zwar als Kellner, weißt du? In Onkel Zaphirs Laden. Wenn du willst, kannst du kommen. Ja, sehr gern. So, jetzt müssen wir aber wirklich los. Denn die Party wird bald anfangen. Oh. Wo ist mein Auto? Ich hab's doch vorhin hier geparkt. Hier ist es doch, Onkel Zaphir. Was? Nein, das darf nicht wahr sein. Das kann ja Stunden dauern, bis wir den Wagen freigeschaufelt haben. Hoppla. Na komm, ich helf dir auf, Zaphir. Danke. Nein, nicht schon wieder. Wie sehe ich jetzt aus? Na, du bist nass und dein Mantel ist voller Schnee. Ach, und mir ist so kalt und... Also, ich weiß gar nicht, wie ich bei dem ganzen Schnee in meinen Laden kommen soll. Tennisschläger! Zeo, wie du weißt, haben wir jetzt Winter. Wir können doch wirklich nicht Tennis spielen. Nein, Tennis spielen will ich auch gar nicht. Wir haben noch ein paar alte Tennisschläger in der Garage. Die schnallen wir uns unter die Füße und benutzen sie als Schneeschuhe. Eine tolle Idee. Ich werde mir auch gleich ein paar Schneeschuhe besorgen. Komm, Papa. Diese Idee ist ganz großartig, Zeo. Leider haben wir nicht genügend Tennisschläger. Aber irgendjemand kann ja auch den Schlitten benutzen. Es dauert nicht lange. Bald sind wir bei euch im Laden. Fein. Sehr gut. Das ist schön zu hören. Da seid ihr ja endlich. Zaphir, unsere Gäste werden doch gleich kommen. Ein schlechter Zeitpunkt, um im Schnee zu spielen. Ich habe doch nicht im Schnee gespielt. Nein, ich bin ausgerutscht. Das Auto ist völlig eingeschneit und ich bin ganz durchnässt. Na, dann solltest du jetzt lieber reinkommen. Ich glaube, dass wir uns sowas nicht zu Hause hinstellen würden. Ach, nein, sicher nicht. Wow! Ihr müsst ganz vorsichtig sein, wenn ihr die anbietet, ja? Ja, klar. Wir Kellner sind doch immer vorsichtig und ruhig und auch sehr höflich. Wieso Kellner? Was denn für Kellner? Die hier, die Kinder.
Die drei wollten unbedingt helfen. Aber... Ja, warum nicht? Na gut, die Gäste werden bald eintreffen. Ich will mir vorher was Trockenes anziehen. Also, wenn die Gäste da sind, dann müssen wir rumlaufen und die Häppchen anbieten. Und was ist mit den Getränken? Naja, vielleicht bieten wir zuerst was zu trinken an. Möchten Sie vielleicht etwas trinken, Madam? Sir? Oh, recht vielen Dank, mein Schatz. Ich wollte sagen, recht vielen Dank, Herr Ober. Ganz toll gemacht, Theo. Und nun bist du dran, Elsie, mit den Häppchen. Oh, die esse ich furchtbar gern. Die esse ich sogar am liebsten. Nein, lass das. Wir sind hier Kellner. Und diese Häppchen sind auch nicht für uns. Oh nein! Ach, du meine Güte! Nein! Ach, nun sieh mal, was du angerichtet hast. Aber es ist nichts passiert. Sie sind alle noch ganz. Seht mal. Okay, und jetzt werde ich kellnern. Hä? Nein! Hey, pass doch auf! Mann! Das war... Nichts passiert! Was soll denn dieses Chaos? Theo, was ist hier passiert? Und wieso sitzt du denn auf dem Boden, ha? Zinja, dein Kleid ist ja ganz bekleckert. Elsie, leg das sofort weg. Das da ist ein ganz besonders teures Stück. Entschuldigung. Wir hatten einen kleinen Unfall. Theo, ich sehe es. Kleiner Unfall ist gut. Ach, mein schöner Laden. Und unsere wichtigen Gäste werden jeden Moment kommen. Ich hätte dir auf gar keinen Fall gestatten sollen, hier zu kellnern. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Theo kann nichts dafür. Das war ganz allein meine Schuld. Also, ich wollte mir gerade ein paar Häppchen nehmen und bin gestolpert. Und hab sie fallen lassen. Dann bin ich gegen das Ding gestoßen. Und dann ist das Ding oben drauf gefallen. Und Theo konnte es gerade noch auffangen. Nun ja, ich bin da vielleicht etwas zu voreilig gewesen. Entschuldige, Theo. Na nun, lass mal nicht den Kopf hängen. Ist ja alles gut gegangen. Ja, genau, da hast du recht. Wenn wir alle erstmal aufgeräumt haben. Hallo? Ich bin eingeschneit, ich kann leider nicht kommen. Das tut mir wirklich sehr leid. Aber vielen Dank, dass Sie mir Bescheid gegeben haben. Der Bürgermeister, er kann nicht kommen. Er ist völlig eingeschneit. Hallo? Ich wäre doch gerne zu Ihrer Party gekommen, aber ich bin eingeschneit. Ach so, ja, ich verstehe. Das ist so ärgerlich. Ich habe auch noch andere Termine. Oh ja, das ist wirklich bedauerlich. Dann ein anderes Mal. Lord Zachary, er kann sein Haus leider nicht verlassen. Der Schnee. Ja, ja, das verstehe ich. Dann ein anderes Mal. Das war der letzte Gast. Sie können alle nicht kommen. Und ich habe mich doch so aufs Kellnern gefreut. Was wollen wir jetzt mit dem Essen machen? Hey. Also, ich glaube, ich kenne da ein paar Leute, die schon herkommen können. Hallo? 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 Oh, was ist das denn? Also, ich würde mal behaupten, dass das eine Vase ist. Aha. Möchten Sie vielleicht ein Sandwich mit Gürkchen, Sir? Sag ruhig weiter, Mr. Zoe. Nein, wenn ich Kellner bin, sage ich natürlich Sir. Ich verstehe. Na dann, vielen Dank. Madam, darf ich Ihnen etwas anbieten? Oh ja, das darfst du sehr gern sogar. Aber Uroma, du kannst doch hier nicht einfach den Kellner küssen. Auch nicht, wenn er der allerbeste Kellner auf der ganzen weiten Welt ist. Hehehehe
Na, Theo, klappt's nicht? Hast du ein Problem? Ach, weißt du, Oma, das wirst du auf dem Fest nicht verkaufen können, was ich hier stricke. Tja, wer stricken will, der muss einfach nur üben. Aber das ist ja echt total schwierig. Wir sollten lieber meinem Papa beim Vorbereiten für das Fest helfen. Wir könnten auch mit Papa und Opa die Werkstatt aufräumen. Ich mach das, Pock. Für den Trödelmarkt auf unserem Fest werden noch Sachen gebraucht. Dafür muss ich mal in meinen Kleiderschrank gucken. Wollt ihr mir beim Aussortieren helfen? Ja. Ja, furchtbar gern. Also, die hier will ich behalten. Und die Sachen gebe ich weg. Haha, ich bin Zeo, das tapfere Zebra mit dem Umhang. Und ich bin Zack. Und wenn ich meine Zauberkappe aufhabe, beherrsche ich die ganze Welt. Haha, du musst vorsichtig sein, Zack. Zeo, das tapfere Zebra mit dem Umhang, verfolgt dich. Nein, nein, hört auf zu rennen. Sieh mal, was du hier verloren hast. Das wollten wir nicht. Den muss ich wieder annähen. Das ist nämlich mein bestes Cape. Ha, das ist so schön weich und fluffig. Das ist eine Bommel, mein Junge. Die kann man ganz leicht machen. Wollt ihr es mal versuchen? Dazu braucht man nicht viel, nur eine Schere, Wolle und Pappe. Das war's schon. Ja, das würde ich gern versuchen. Tja, nur leider habe ich keine Pappe und die brauchen wir. Ich werde Papa fragen. Na los, komm mit, Zack. Papa, Papa! Ach, hallo, Theo. Zack, wir räumen gerade die Werkstatt auf. Wollt ihr uns helfen? Und wir suchen noch ein paar Sachen für das Fest raus. Nein, nein, wir sind nur hergekommen, weil wir Pappe brauchen. Weil ihr Pappe braucht? Ach, vorhin haben wir Pappe zur Papiertonne gebracht. Toll! Wir wollen nämlich mit Uroma Bommeln machen. Ich verstehe. Als ich so alt war wie du, habe ich das auch von Uroma gelernt. Und ich habe das auch von ihr gelernt. Das hier sind die größten Stücke. Danke, Papa, das ist ja super. Bis nachher. Bis nachher, Jungs, und viel Spaß. Oh, wie schön. Das habt ihr wirklich sehr gut gemacht. Das ist ja eine ganze Menge, dann können wir ja gleich anfangen. Wisst ihr was, Jungs? Wir könnten doch ein paar für das Fest machen. Oh ja, Uroma, das ist eine tolle Idee. Ja, eine super Idee ist das. Na, wunderbar. Also zuerst müsst ihr ein paar Kreise ausschneiden. Passt auf. Wieso schneidest du ein Loch in die Mitte? Weil man nachher die Wollfäden durchziehen muss, weißt du? Durch das Loch in der Mitte werden die Bäume kreisförmig. Also, ich werde euch jetzt mal zeigen, wie man das macht und dann könnt ihr es versuchen. Gar nicht weich. Jetzt noch nicht. Das kommt erst etwas später. Nun müsst ihr so lange weiterwickeln, bis man die Pappe nicht mehr sieht. Und dann sage ich euch, wie es weitergeht. Aber wie wird daraus eine Bommel, Uroma? Tja, nun passt mal schön auf. Ich ziehe ganz fest den Faden rum. Und dann kannst du vorsichtig die Pappe entfernen. Und schon ist unsere Bommel fertig. Und sie ist so schön fluffig. Also Bommeln zu machen ist ja viel leichter als stricken zu lernen. Na los, wir machen jetzt noch mehr davon. Oh ja, das machen wir. Na, das freut mich aber. Oh, na das ist ja nicht zu fassen. Ihr habt ja wirklich sehr viele gemacht. Wisst ihr was? Ihr könnt doch Tiere aus den Bommeln machen. Hier, ich hab noch Filz. Daraus könnt ihr Gesichter und Füße machen, wenn ihr Lust habt. Toll! Und ob wir Lust haben. So, die Augen hätten wir schon mal. Bitte sehr. Das ist ein ganz
ganz fluffiges Gruselmonster. Obwohl es kein bisschen gruselig ist. Das ist ja auch ein Bommelmonster. Das ist nicht gruselig. Nun ist es ein tanzendes Bommelmonster. Bommel, 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 Bommel. Jetzt brauchen wir aber viele Gesichter und Füße für unsere Bommeln, Oma. Das ist gar kein Problem. Ich habe ja hier noch ganz viel Filz. Na, hat jemand von euch Appetit? Ich habe Kuchen für das Fest gebacken und ich habe noch was übrig. Möchtet ihr? Oh ja! Danke! Oh, wie nett! Die sind aber wirklich süß geworden. Die sind nicht süß, Mama. Das sind doch Monster. Ah, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Wir sehen uns dann nachher. Also, ich habe auch eine Idee. Vielleicht möchtet ihr ja ein großes Bommelmonster machen. Das könnt ihr dann später auf dem Fest verlosen. Das ist eine ganz tolle Idee. Ich habe ja noch Pappe übrig. Die wird nicht reichen. Na, komm mit, Zack. Papa hat bestimmt noch welche. Ist gut. Nein, ich habe jetzt nur noch die Reste hier. Ich habe euch schon die größten Stücke gegeben. Die da drin sind viel zu klein. Das tut mir leid. Hallo, Theo. Hallo, Zack. Hallo, Elsie. Was macht ihr denn gerade? Wollen wir was spielen? Dazu haben wir jetzt keine Zeit, Elsie. Wir wollen nämlich ein riesiges Bommelmonster machen. Also würden wir gern, aber wir haben nicht so große Pappe. Also, ich glaube, ich kann euch helfen. Wartet mal. Hallo, Elsie. Bist du das, die sich da gerade versteckt? Da war unsere Waschmaschine drin. Mama sagt, ihr könnt den Karton behalten. Oh, toll. Dankeschön, Elsie. Mach doch mit beim Basteln. Das wird super. Bis später. Wow. Also ich glaube, das wird doch noch wie ein gruseliges Bommelmonster aussehen. So, meine Lieben, und nun macht ihr das genau wie vorhin. Ihr müsst den Faden schön durch das Loch ziehen. Seht ihr? So kann man auch einfädeln. Wow! Hier habt ihr die Augen und den Mund. Und jetzt braucht es noch Füße. Ein sehr großes Monster. Es könnte glatt ein paar von meinen Schuhen tragen. So, hier, bitteschön. Nun hat's auch ein paar wundervolle Füße. Ah, nicht zu fassen. Das ist ja wirklich ein riesengroßes Bommelmonster. Es wird auf dem Fest verlost. Das ist eine wundervolle Idee. Und nun seht euch mal an, was ich gemacht habe. Toll, Mama. Köstlich. Ihr habt mich erst auf diese Idee gebracht. Schön, dass sie euch gefallen. Okay, und jetzt holen wir mal eure Monster und gehen auf das Fest. Papa und Opa bauen gerade den Stand auf. Ist gut, Mama. Dann gehen wir mal. Ich möchte gern 3 von diesen kleinen Monsterkuchen, bitte sehr. Und ich möchte 2 haben. Mami, krieg ich bitte so ein kleines, fluffiges Monster? Ja, natürlich. Sehr gern, meine Kleine. Mein kleiner Neffe wird ganz begeistert sein. Du, Oma, ich kann zwar nicht stricken, aber man kann ja trotzdem was mit Wolle machen. Ja, genau, da hast du ganz recht, Theo. Das beweist doch mal wieder, dass die einfachsten Ideen manchmal die besten sind. Treten Sie näher, meine Damen und Herren. Hier können Sie wirklich ein ganz besonders eindrucksvolles, ein noch nie dagewesenes Kunstwerk betrachten. Das größte Bommelmonster, das es je auf der Welt gab. Wer das hat, muss sich aber gut um das Monster kümmern. Also ich würde es ja am liebsten behalten. Und gewonnen hat das Los mit der Nummer... Das Los mit der Nummer 7. Oh, das ist ja meins. Ich habe es gewonnen, Theo. Ja, jetzt kann das Bommelmonster für immer bei mir bleiben. Ja, genau.
Ich kann nur hoffen, dass es auch durch deine Tür passt.